So. Hat jetzt ein Feuerchen, oder? Ja, gut. An dem ich nicht meditieren kann, ernsthaft. Ich speichere mal kurz, weil ich mir nicht sicher bin, ob das... Wieder die Anderlinge Anonymous. Da versammelten sich die Elfenmagier, die die Weisen genannt werden, in den Kerkern unter Burg Reinhold. Und deren Ältester sprach: Tag und Stunde sind gekommen. Wir sind hier, um den Untergang der Menschheit herbeizuführen. Wir wollen den Tod von Lara Dorn rächen. Wir vergießen ihr Blut und stürzen die Welt ins Chaos. What the fish? Wir verbergen uns 500 Jahre in den Wäldern, während die Auserwählten in den Städten der Menschen leben und ihre Nachbarn werden sollen. Jeder kennt seinen Platz in dem Plan, ob Elf, Zwerg, Gnom, Zauberer oder Nilfgaarder. Wer uns verrät, ist des Todes. Wir wollen uns Überlegene nennen, da wir keine Herren über uns haben und Götter die Götter anspucken. Oh Gott, das will. Versteht ihr? Gott, das will. Nein. Und alle schworen einen Eid und tranken aus einem goldenen Kelch das Blut des unschuldigen Kindes, um ihr Einverständnis mit dem Plan kundzutun. Ja. Ich leg's mal wieder zurück, danke. Kann ich nicht, toll. Egal. Ist ja noch was? Nee, doch hier. Spannendes, okay. Dann wieder nach draußen und ans nächste Lagerfeuer. Da ist eins in der Nähe. Ich habe von denen schon so viele getötet. Egal. Bis Mittag, bis Dämmerung, nee, bis Mitternacht. Dong. Was zum... Wer ist verflucht? Und weiter geht's. Was haben wir hier? Gehirngewebe. Gehirngewebe. Ja. Nee, ich finde das echt klasse, weil viele Spieler scheuen sich davor, dass sie eben, wie gesagt, Menschen mit Behinderung einbauen oder generell anders aussehende Menschen oder anders denkende Menschen. Und ich finde das gut. Wenn man die Kamera hier nicht weit drehen kann, auch nicht, wenn man in dem Modus ist. Naja. John.
Das war's. Kertmel Hafkaren. Seid gegrüßt. Ich bin eurer Sprache nicht mächtig. Nein, Deune, Essef hat gern. Ihr schüchtert uns nicht ein, Hexer. Wo ist Haren Brock? Er versprach uns Hafka-Spezialitäten. Ich weiß nicht, ob mir euer Ton gefällt. Haren hat euch nicht erwähnt. Ich habe Ertrunkene gejagt. Vatel, nein. Ihr seid kein Ainseide, aber auch kein Deune-Abschaum. Wir nehmen einfach unsere Waffen, dann trennen wir uns in Frieden. Das sind Harens Waren. Tut mir leid, Ainseide. Rührt diese Kisten nicht an. Hört gut zu, Fatgern. Wir sind ein Teil einer 20-Elfen-Einheit. Unsere Brüder leiden an Krankheiten und Hunger. Diese Kisten enthalten Nahrung, Medizin und Waffen. Wir wollen sie jetzt und sofort. Denn wir können uns nicht jeden Tag wie Simas Stadtmauern nähern. Ich verstehe, was ihr meint. Gut. Wir haben keine andere Wahl. Aber ihr schon. Das ist jetzt echt eine knifflige Entscheidung. Rein mein Charakter her würde ich sagen, nehmt die Waren. Aus Geralds Sicht her würde ich aber sagen, nee, die gehören euch nicht. Weil wenn ich jetzt ich wäre und ich würde sagen, nehmt die Waren, dann würde ich später sagen, die 100 Ordens kannst du behalten. Die Informationen sind mir wichtig genug. Nachdem ich jetzt aber Geralt bin, würde ich mir wahrscheinlich beides einheimsen. Also ihnen sagen, dass die Waren liegen und ihnen auch sagen, ich will die 100 Ordens haben. Ach, pfeif drauf. Ich sage, nehmt die Waren. Nehmt die Waren. Wir sind keine Verbrecher. Wir bezahlen. Wir haben Gold, Pelze, Kräuter. Gebt mir nur das Gold. Mit dem Rest kann ich nichts anfangen. Hier. Wir nehmen jetzt, was wir sofort brauchen und holen den Rest später. Die Ertrunkenen sollen euch nicht mehr behelligen. War feil, Fatgern. Lebt wohl. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, aber ich denke nicht. Dann melden wir uns mal zurück und hoffen, dass er nicht allzu sauer darüber ist, dass wir seine Waren quasi verkauft haben. Hexer! Der war schnell wach. Ich tötete die Ertrunkenen und begegnete einigen Elfen. Elfen? Ich kenne keine Elfen. Die haben euch erwartet. Wer sind sie? Skoyatel oder Eichhörnchen. Junger Anderling, Freiheitskämpfer. Wer sich mit denen abgibt, endet am Strick. Wenn ihr mich verratet, hängt ihr ebenfalls. Ich werde schweigen. Warum gebt ihr euch mit ihnen ab, wenn es so gefährlich ist? Irgendwie muss ich ja meinen Lebensunterhalt verdienen. Wie auch immer, ich habe meine Arbeit getan. Meine Kisten sind also sicher? Ich habe euch unterschätzt. Nur ganz nebenbei, was geschah mit den Elfen? Wir haben uns unterhalten. Sie sagten, sie würden wegen der restlichen Kisten mit der ganzen Einheit anrücken. Sind die verrückt? Gefährlich für sie so nah bei Visema, wenn jemanden Meldung macht. Soll heißen? Skoyatel-Köpfe bringen einen hohen Preis, Hexer. Aber vergesst am besten, dass ihr das wisst. Das geht mich nichts an. Ich will nur meinen Lohn. Und dann erzählt mir von den Salamandra. Hier ist euer Gold. Die Salamandra knöpfen den Dörflern Tribut ab. Wer nicht gehorcht, dem schlitzen sie die Kehle auf und zünden sein Haus an.
Wo kann ich sie finden? Fragt den Geistlichen. Er wird entscheiden, wie viel ihr wissen sollt. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie verschwenden. Lebt wohl. Okay, nicht schlecht. Und natürlich wieder ein Ertrunkener. Stell ich doch auch gleich noch einen Haufen Gule auf, wenn wir nicht aufpassen. Nicht Gule, diese Bargäste oder Wölfe oder was immer das waren. Bis zum Morgengrauen meditieren und gute Reise. Tag. Pferd Gott. Oh, bist du süß. Ob man die wohl im Spieß braten kann? Sorry. Weil jeder aus Boston und dem Stil besteht. Sprecht, schnell. Odos und Harens Ungeheuer existieren nicht mehr. Für Mikol habe ich die Ghule in der Gruft beseitigt. Ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Vielleicht könnt ihr die Salamandra ja doch besiegen. Dafür muss ich erst die Lage ihres Verstecks kennen. Ich werde nichts sagen, bis ihr die Bestie vernichtet habt, Hexer. Das ist meine Bedingung. Adieu. Wir müssen also die Bestie töten, ja? Fünf weiße Myrteblüten. Ach ja, da haben wir aufgehört, ich erinnere mich. Vielleicht kann ich bei Haaren ja das Buch kaufen. Das wäre natürlich praktisch. Ich bin ein schreckliches Blüten.